Guten Morgen YouTube, willkommen zurück bei Zusammen zum Dahn. Heute die Folge 2 von Aschi Gymme. Beginnen wir zunächst mit Hasami Aschi Gymme. Hierfür begibt sich Uke in die Bauch- oder Banklage und wird von Tori kurz angeruckt. Tori greift mit der kopfnahen Hand an Ukes Kragen und steigt mit einem Bein über, um zu blockieren. Gewürgt wird hier vor allem durch das Heraufziehen der Hand, weswegen die Technik auch in Katate Gymme zu verorten ist. Nichtsdestotrotz wird hier mit Hilfe des Beines verwürgt. Hier zum Schluss noch einmal. Weiter geht's nun mit der Technik Kata Gymme. Uke greift dabei zwischen Toris Beinen an. Tori versucht darauf mit einem Jujigatame zu reagieren. Hier zunächst im Ansatz die normale Jujigatame Lösung. Um diesen Angriff aber zu vermeiden, dreht sich Uke zur Seite. Ein Angriff mit Jujigatame ist nun nicht mehr ohne weiteres möglich. Stattdessen schließt Tori Ukes Schulter mit beiden Beinen ein und verschränkt die Zehen. Durch gleichzeitigen Zug am Arm und obigen Druck gegen die Halsschlagadern wird somit verwürgt. Man beachte hier, wie Uke den Körper dreht, sobald Tori mit einem Jujigatame angreifen möchte. Der Winkel ist nun sehr ungünstig für einen Jujigatame. Daraufhin wird Kata Gymme angewendet. Beachte nun, wie Tori seine Beine streckt und somit mit den Innenseiten seiner Unterschenkel in Ukes Halsschlagadern schneidet. Den Würgeeffekt verstärkt er durch das Ziehen am Arm. Kommen wir nun zu Hitza Gymme. Auch hierbei greift Uke wieder zwischen Toris Beinen an. Tori blockiert durch das Verschränken seiner Beine und bildet mit den Unterschenkeln eine Schale, in die der Hals von Uke gelegt wird. Gewürgt wird durch das Heranziehen der Ärmel von Uke. Auch hier noch einmal die Technik im Ganzen. Kommen wir nun zu guter Letzt zur Aschi Gymme aus Yoko Jujigatame. Als Eingang verwenden wir hier eine handelsübliche Jujigatame-Rolle. Wichtig dabei ist, dass der Hebelarm durch Uke noch ungesichert ist und dass Tori das Bein gegriffen hat. Nach dem Vollzug der Rolle verschränkt Tori seine Beine um Ukes Hals. Das Bein an der Kopfseite geht auch hier über den Kopf drüber und nicht davor. Aus dieser Perspektive kann man sehen, wie Tori die Beine an Ukes Hals verschränkt und zuzieht. Gleichzeitig zieht Tori auch unten am Bein. Beachte hierbei, wie Toris Oberschenkel, Vorder- bzw. Rückseite auf Ukes Halsschlagadern drückt. Auch hier zeigen wir zum Schluss die Technik noch einmal komplett. Alles klar, das war die Gruppe Aschi Gymme. Nächste Woche geht es dann weiter mit der letzten Gruppe, und zwar Rio Te Gymme. Ich freue mich auf euch.